Legt meinen Hubschrauber weg! Ihr könnt meinen Sohn haben! Ich bin Tucker Carlson und ich mag sie auch nicht. Es folgt ein erschütternder Angriff auf unsere amerikanische Lebensweise. Ein Mob randalierender Frauen protestierte heute gewaltsam vor einem Hooters. Die Frauen haben recht. Hooters ist sexistisch. Als ich da anfangen wollte, meinten die, meine Brüste wären zu groß. Helft mir! Es war wohl albern zu denken, dass man uns schief angucken würde. War doch klar, dass unsere Stadt die Dinge nicht so eng sieht. Das Baby kommt! Es ist soweit! Wir müssen sofort ins Krankenhaus! Nimm meine Frau, bitte! Danke, Pferdeficker! Atme, Liebling, wie wir es im Vorbereitungskurs gelernt haben. Eine die Schnauze raus aus dem Blasloch! Schön, dass du kommen konntest, Bullet. Ey, kein Problem, Kumpel. Ich krieg Kohle dafür, dass wir Joe Biden zu FaceTime. Oh, scheiße, ja. Gut, Mrs. Delphine Fitzgerald, Ihr Vaginanus ist bis zum Reißen geweitet. Pressen Sie. Schön. Glückwunsch zu Ihrem wunderschönen Baby irgendwas. Hab meine Rakete in fragwürdigen Kram gesteckt. Oh, Delfin ficken ist so geil. Oh, ich werde nie vergessen, diesen Delfin gefickt zu haben. Okay, Fitz, ich kann das erklären. Oh, doch, und wie? Gina, du kannst deine Urlaubstage nicht in meiner Hose verbringen. Ach Mann, das war voll lustig, den kleinen Seestern zu kitzeln. Ich hoffe, du wäschst den Finger, bevor du was isst. Randall, siehst du, das Baby tritt wieder. Oh, ein wundervolles... Oh. Er hat mir eine verpasst, der kleine Hurensohn. Es ist ein Fötus, Randall. Er hat dir keine verpasst. Was, siehst du das? Der kleine Penner hat mich schief angeguckt. Randall, es geht hier nicht um dich. Wie sieht das Baby aus? Wie ein ekliges, verschrumpeltes, eingelegtes Alien. Aber zum Glück sehen die Dinger immer so aus. Habt ihr das gesehen? Der kleine Scheißer hat mir den Doppelstinkefinger gezeigt.